Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten und erstmal wünsche ich euch allen natürlich einen wunderschönen ersten Advent. Ich hoffe, ihr habt all eure Kreationen fertig, so wie ich. Nein, ich habe meine noch nicht fertig, aber vielleicht wird dies Jahr ein Adventsgesteck oder einfach ein tolles Glas für uns zu Hause, wenn den Kameramann das natürlich auch gefällt. Ich habe ganz tolle Produkte mitgebracht. Ich war im Garten, habe einen schönen Magnolienast abgeschnitten, bin natürlich total happy, dass ich zwei große Magnolienbäume habe. Ich würde sagen, ich lege erstmal mit den Materialien los und dann zaubern wir wieder was Schönes. Kiefer, ein bisschen Nobles, Zypresse, zwei wunderschöne weiße Amaryllis, Polstermoos, unterschiedliche Zapfen, schöne Eyecatcher-Kugeln und eventuell noch Kerzenhänger, eine Lichterkette und Kunstschnee. Ja, ich war natürlich am Freitag beim ARD. Das war total spannend für mich. Ich war null aufgeregt. Das war alles mega entspannt, war bei der Maske. Und dann ging das so langsam los. Das war, wurde ja live gefilmt. Ich erzähle ganz kurz, wo ich halt dann Freitag war. Und ja, dann wurde ich echt richtig nervös. Ich musste siezen. Ich sieze euch natürlich auch alle nicht. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und ich durfte nicht in der Kamera schauen, weil ich ja im Gespräch mit den beiden war. Also total spannend. Aber ich hatte einen fantastischen Tag. Das war wirklich ganz, ganz toll, um sowas mal zu erleben. Und da habe ich etwas mit einem Magnolienast gemacht und einen lebenden Adventskranz mit einer weißen Christrose. Und da habe ich einen zweiten Ast, also den hier nicht genutzt und dachte, den kann ich ja jetzt ganz toll für eine Weihnachtsdekoration gebrauchen. Ich wollte den erst in einer hohen Vase stellen, da ein, zwei Kugeln rein, einen leichten Lichterschweif für uns zu Hause. Aber dann dachte ich, das ist wie so eine Krone, kann ich diesen Ast nicht einfach auch hier drüber stülpen? Und wie das natürlich so sein sollte, geht das wunderbar. Da habe ich mir überlegt, wie kann ich das Glas denn sonst noch schön fertig machen? Und habe mir überlegt, das wird jetzt wirklich was für uns zu Hause. Ja, dafür habe ich diese Amaryllis ausgespült. Also wenn man sich das anschaut, wirklich wunderschön. Hier kommen drei Blüten raus und es wird wirklich eine reine Blütenpracht. Und die Zwiebeln möchte ich ganz gerne mit ein bisschen Polstermoos einfach ins Glas reinlegen. Ich lege immer die Polster teils auch falsch rum rein, aber hier jetzt in diesem Falle so rum. Und wenn ich das so nach außen hin haben möchte, dann lege ich das auch mal so nach außen hin, damit man die tollen Polster sieht. Da werde ich jetzt einfach ganz locker ein paar Zapfen reinlegen, ein bisschen Kunstschnee, damit wir auch ein bisschen in Winterstimmung kommen. Ich musste nämlich heute schon kratzen. Und während ich dieses Video gepackt habe, habe ich mir ja noch gedacht, scheiße, wollte ich jetzt sagen. Okay, das muss jetzt wegpiepen, Kameramann. Ja, es muss ja noch ein Adventsgesteck verlost werden. Und ja, das machen wir nachher natürlich auch. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit dem Glas. Ich finde ja Kunstschnee auch immer sehr, sehr schön, um das noch so ein bisschen mit einzuarbeiten, damit man, ja, so frosty, winterlich, das finde ich eine nette Geschichte. Die Amaryllis, die blühen so, ja, weißgrün auf, also wirklich richtig klasse. Und die Zwiebeln, die lege ich da so ganz locker rein, also gar nicht so, dass sie nach oben hin zeigen. Die gehen ihren Weg nachher, auch wenn das jetzt so ein bisschen steif aussieht, mache ich mir da gar keine Sorgen. Also die gehen nachher alle in einer Richtung und dann möchte ich da noch ein paar Naturzapfen rein dekorieren, eine Lichterkette und dann kommt die tolle Krone. Und wenn wir dabei sind, dann sehen wir uns wieder. Ich würde sagen, Verlosung, Verlosung. Christmas is just around the corner. Jetzt sind wir hier bei der Verlosung und bin gerade bei uns auf dem Büro und ich schaue mir gerade das wunderschöne Gesteck an, was wir verlosen in den tollen Nude-Rosé-Tönen und ich würde sagen, wir starten, damit ihr natürlich auch zum ersten Advent, das schaffen wir nicht ganz, aber auf jeden Fall nächste Woche euer Adventsgesteck bekommt. Kameramann, ich hoffe, ich mache alles richtig. Ich füge jetzt den Link ein. Und dann gucken wir erstmal, wie viele Leute mitmachen hier. 400, 500, 600. Gewinne, Gewinne, Gewinne. 709 Leute machen mit. Und jetzt schauen wir, wer der Gewinner ist. Ich drücke hier Start und dann bin ich mal gespannt, wer das so wird. Oh,
von Melanie Zingel. Liebe Marian, also deine Mama sieht gar nicht aus wie deine Mama. Man könnte glatt meinen, ihr seid Geschwister. Tolle Idee mit dem Gesteck. Gefällt mir richtig, richtig gut. Liebe Grüße, Melanie. So, das wird meine Mutter natürlich freuen, weil das so ein toller Kommentar ist. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, deinen Adventsgesteck mit den Materialien zu zaubern. Vielleicht schickst du uns einmal noch ein Bild. Schreib einfach eben eine E-Mail mit deiner Adresse hier unten rein. Und ja, viel Spaß damit. Herzlichen Glückwunsch mit deinem tollen Do-It-Yourself-Kit Adventskranz. Dann hast du auch was Schönes auf dem Tisch stehen. Und wir jetzt bald auch. Also ich habe jetzt die Lichterkette soweit da drin verteilt. Ein bisschen Kunstschnee, ein bisschen Tanne für den Tannenduft. Ich mag da einfach nicht drauf verzichten. Ein paar Zapfen, eine richtig besondere Kugel mit eingearbeitet. Und ich weiß, dass wir diese hier leider nicht mehr im Laden haben, aber ich habe mir persönlich 4 Stück gebunkert, weil ich sowas Ähnliches letztes Jahr auch als Adventsgesteck hatte. Und ich habe eine tolle Säule, wo ich mir das wunderbar vorstellen kann. Und kennt ihr das, dass man manchmal so ganz besondere Kugeln hat und die keinen tollen Platz kriegen oder nicht so wirken im Tannenbaum? Dafür ist natürlich so ein toller Magnolienast wie dafür gemacht, weil das dann wirklich, ich darf die jetzt nicht kaputt fallen lassen. Das ist jetzt wirklich eine ganz besondere Kugel. Genau, und so wirken natürlich diese besonderen Geschichten wunderbar. Ich habe mich bewusst so ein bisschen für Champagner, Silber, Weiß und Natur entschieden. Ich finde auch da, dass das schön ist, wenn das so eine farbliche Ruhe hat. Ich habe hier einfach diese 3 Elemente, einmal die Kugel hier, einmal da und da. Man könnte hier eventuell noch einen Stern, aber mir reicht das vollkommen. Vielleicht habe ich noch eine kleine tanzende Fee oder so, die ich noch reinhängen kann. Und ich finde es sehr schön. Ich habe jetzt in diesem Falle meine Lichterkette mit Strom genommen, weil wir da einen Stromanschluss haben. Und durch den Ast, der hier so ein bisschen seitlich ist, fällt das auch gar nicht so auf mit dem Kabel. Und ja, das habe ich jetzt einfach so reingeschlungen und mir gefällt es wunderbar. Ich hoffe euch auch. Ich nenne es jetzt mal kein Adventskranz oder Adventsgesteck mehr, sondern einfach Amaryllis im Glas, schön mit Magnolie, würde ich sagen. Und für uns persönlich haben wir nochmal 4 Kerzen eingearbeitet. Und ich würde sagen, wir machen jetzt die erste Kerze an. Ich hoffe, du bist damit einverstanden, Kameramann. Weil in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen ersten Advent. Danke, dass ihr alle so treu dabei seid in dem Monat November. Das waren echt ein paar Kampftage, hat aber tierisch viel Spaß gemacht. Wir werden jetzt allerdings wieder 2 Videos pro Woche drehen. Und wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, die ihr unbedingt sehen möchtet vor Weihnachten, schreibt das bitte in den Kommentaren. So, in diesem Sinne einen schönen Sonntag und bis bald. Tschüss! Und wenn ihr noch Lust und Zeit habt für ein weiteres Video heute, dann klickt einfach hier unten. Und wer noch kein Abo hat, aber immer schöne Dekorationsideen sehen möchtet, seid richtig auf dem Channel. Klickt einfach hier oben auf Abonnieren. Und wenn ihr noch aufs Glöckchen drückt, werdet ihr auch immer alarmiert, wenn ein neues Video kommt.